Willkommen zurück und guten Morgen hier bei uns zu einem Spezialwebinar, und zwar den Handel oder dem Handel basierend auf Nachrichten. Wichtige Punkte, ganz klar, vor allen Dingen, weil diese wichtigen Punkte hier bei uns immer eine große Rolle spielen. Sie kennen es, wir handeln ja auch Nachrichtenereignisse zumeist hier live. So geschehen auch am gestrigen Handelstag. Von daher gehe ich auch einfach einmal ein Stückchen weit darauf ein, warum und wie wir uns gestern positioniert haben. Und zum anderen natürlich, wollte ich schon wieder in englischer Sprache hier loslegen, natürlich auch, um sich dann entsprechend vorab hier daheim vorbereiten zu können auf Handelsmöglichkeiten, auf Trading-Ideen, die natürlich hier in den Märkten größere und großartige Wichtigkeit haben dürften. Also, Nachrichtenhandel, und zwar zunächst einmal hier, was eigentlich die Nachrichten bewegt oder welche Nachrichten die Märkte bewegt und was überhaupt fundamentale Nachrichtenanalyse ist. Dazu ein kleiner Blick auf unseren Handelskalender, zu finden bei uns hier auf der BD Swiss Webseite, und zwar bdswiss.com/de Wirtschaftskalender, lässt sich also hier in der oder auf der Handelsseite entsprechend auch anschauen. Wir haben also natürlich hier wichtige Informationen, die wir Ihnen jeden Tag bereitstellen, damit Sie Ihren Handel ein Stück weit gewinnbringender besser positionieren können. Und jetzt natürlich hier die wichtigen Punkte, die wir in dieser Woche weiter an Nachrichten haben und vielleicht dann auch zum gestrigen Tage hier Nachrichten, Informationen, die wir ja alle auf der Agenda und im Kopf haben sollten. Welche Nachrichten die Märkte bewegen? Natürlich eigentlich die meisten Wirtschaftsnachrichten, die hier, und da gehe ich natürlich jetzt am heutigen Tage eher auf den Devisenhandel an. Der hat auch die eine oder andere Möglichkeit, vielleicht in Richtung Aktienhandel und sonstigen Handelsmöglichkeiten, die Rohstoffen anbringen, aber generell eher natürlich hier im Devisenhandel. Und ganz klar hat es da die großartigste Wichtigkeit, entsprechend immer die Wirtschaftsnachricht aus einem jeweiligen Land, und zwar Wirtschaftsnachrichten. Und diese Nachrichten, die Märkte am meisten bewegen, sind natürlich die Leitzinsen, die Notenbanken, also die mit dem Leitzinssatz hier eine gewisse richtungsweisende Idee geben. Daraus resultierend können wir dann ablesen, wie die Wirtschaftslage eines entsprechenden Landes beispielsweise sich verhält und inwiefern die Wirtschaftslage dann von uns vielleicht für uns mit positivem oder negativem Einfluss hier eine Rolle spielen dürfte. Also das sind ganz klar wichtige Punkte. Und natürlich dann ganz klar die Wirtschaftsbetrachtung in Bezug auf Arbeitsmarkt. Heißt also, wie sind die Arbeitsmärkte aufgestellt? Wie viele Unternehmen sind im Angestelltenverhältnis unterwegs? Wie vor allen Dingen auf der Unternehmensseite dann werden Unternehmen mit den Angestellten umgehen? Das heißt ja, hier in den letzten Monaten oder in den letzten anderthalb Jahren vor allen Dingen war es ja durchaus zu beobachten, dass gerade in Deutschland und auch auf der breiteren europäischen Seite Unternehmen sich nicht direkt von ihren Angestellten getrennt haben, sondern der Staat dort eingesprungen war, und zwar mit sogenannter Kurzarbeit, die ja Arbeitnehmer unterstützt hat. In Amerika war es oder ist es ein Stück weit andersherum. Da ist die Arbeitnehmervertretung natürlich nicht so stark, beziehungsweise stimmt nicht, die ist stark ausge, aufge, aufge, ist dort stark oder größer eigentlich noch im Umfang als auf der deutschen oder europäischen Seite im Allgemeinen. Aber die Mentalität natürlich dort, dass man eher vor die Tür gesetzt wird, im Hinblick auf eine breit ausufernd und wirtschaftliche Rezession, war das in Amerika nämlich der Fall. Heißt also, Arbeitsmarktzahlen, wichtige Informationen, die uns natürlich dann in Bezug auf die gesamte Volkswirtschaft hier eine richtungsweisende Idee geben. Und das heißt natürlich ganz klar hier, dass die Nachrichtenlage eine durchaus wichtige Lage hier für uns ist. Nachrichten also oder im Hinblick oder rückblickend auch auf die Notenbank, so geschehen am gestrigen Tag, und zwar hier Zinssatzentscheidung seitens der Federal Reserve aus Amerika mit der anstehenden Pressekonferenz. Gleiches also, wie gesagt, was wir sehr oft haben in den großen Volkswirtschaften, also Großbritannien, die Bank of England mit der Leitzinsentscheidung, die Federal Reserve in den Vereinigten Staaten, die Europäische Zentralbank in Europa, BOJ, Bank of Japan in Japan, um einige zu nennen hier. Also das sind immer so wichtige Informationen, anhand derer wir natürlich eine Bewegung in einem Währungspaar dann erahnen dürften, weil wir der Meinung natürlich dann sein dürften, dass die Märkte sich auf die ein oder andere Nachricht vorbereiten. Aktuell die Lage ja eher so, dass die Notenbanker politisch gesehen, das Ganze ja immer politische Spielereien eigentlich, wie wir es aus der normalen herkömmlichen Politik erkennen, die Märkte auch ein Stückchen weit eher langsam auf Situationen vorbereiten, um nicht direkt also große starke Verwerfungen an den Märkten hier
beobachten zu können. Parallel dazu haben wir natürlich dann, wie gesagt, die Arbeitsmarktzahlen, auch die sind aus den Vereinigten Staaten immer mit großer Wichtigkeit vertreten. Die kommen nämlich dann auch schon wieder in der kommenden Woche, wenn ich mich recht entsinne, genau. Am Freitag dann haben wir also die sogenannten Non-Farm Payrolls, und zwar hier zu Deutsch die Beschäftigung außerhalb der Landwirtschaft. Also wie viele Jobs werden neu geschaffen? Viele, viele Jobs wurden in den Vereinigten Staaten in einem gewissen Zeitraum, Vormonat natürlich dann neu geschaffen. Das Ganze wird dann auch eine oder hat eine groß, einen großen Einfluss auf die Währung, in dem Fall den US-Dollar. Heißt also Arbeitsmarktzahlen, Leitzinsentscheidungen, haben wir natürlich noch wichtige Kennzahlen wie das Bruttoinlandsprodukt, was eine große Wichtigkeit bedingt und den Markt natürlich dann mit Informationen hier weiterhin versorgt. Also wichtige Punkte, die wir hier feststellen, wichtige Punkte, die Einflüsse in die Märkte und an den Märkten weiterhin haben und natürlich dann uns entsprechend auch mitteilen dürften hier, wie also die Nachrichtenlage sich verhält. Gehen wir weiter zum nächsten Handelspunkt. Die meisten Punkte natürlich allerdings hier, die ineinandergreifen hier. Fundamentale Analyse im Vergleich dann zur technischen oder zur Chartanalyse hat den Hintergrund, dass sich also Ökonomen, dass sich Wissenschaftler oder auch wir uns einfach mit den Nachrichten beschäftigen, dass wir uns also die Nachrichtenereignisse anschauen und sagen, okay, wenn wir sehen, dass die Arbeitsmarktzahlen sich verbessern, in den Vereinigten Staaten beispielsweise, dass parallel auch zum Beispiel der Leitzinssatz erhöht wird, dass also Wirtschaftskennzahlen sich verbessern, dann können wir daraus einen Rückschluss ziehen, dass ebenso die Währung oder eine Währung, in dem Fall der US-Dollar, dann zulegen dürfte, heißt also, haben wir die Möglichkeit, mit einer Trading-Größe dann zu operieren, zu sagen, okay, fundamental gesehen müsste eigentlich der US-Dollar weitere Attraktivität erhalten. Warum? Die Wirtschaft eines Landes steht gut da. Dadurch resultierend dürfte auch die Nachfrage aus dem Ausland einer Währung sich verbessern. Wenn der Leitzinssatz also auch positiv dasteht, führt das dann im Umkehrschluss ebenso dazu, dass natürlich die Nachfrage sich verbessert, weil auch vor allen Dingen ein zulegender Leitzinssatz ebenso mehr Rendite mitbringt. Das Ganze ein Stückchen weit vielleicht gesondert betrachtet, dann könnte man jetzt natürlich jetzt sagen, okay, dann müssten wir eigentlich ja alle in Russland oder in Südafrika uns investieren oder vor allen Dingen auch in Brasilien, wo der Leitzinssatz bei weitem höher ist als in den weiteren großen Industrienationen. Da sieht es allerdings anders aus. Da wird es dann eher mit einem stärkeren Risiko verglichen. Das heißt, um Investoren anzulocken, offerieren die Notenbanker einen größeren Zinssatz, heißt dann im Zusammenhang, um sich natürlich dann hier besser dastehend im Ausland verkaufen zu können, um dort natürlich überhaupt nochmal Kapitalnachfrage zu erhalten. Das also wichtige Punkte und jetzt natürlich der nächste Punkt, warum der Nachrichtenkalender so wichtig ist, denn wenn wir gewisse Handelspositionen eröffnen, wenn wir also im Markt unterwegs sind, so ja auch in den letzten Handelstagen hier geschehen, aktuell laufen unsere Trades gerade wieder wie geschnitten Brot oder Cut, gestern richtig schön abwärts sich bewegte, auch am heutigen Tage legt der Markt weiterhin zu, der Schweizer Franken jedenfalls zu, der Markt dreht weiter nach unten, auch das also hier, wir haben ja schon ein bisschen Gewinn rausgezogen aus den Positionen, der Markt weiterhin hier positiv auf dieser Seite unterwegs, also das macht natürlich hier weiterhin sich positiv in unserem Konto bemerkbar und parallel wie gesagt dazu dann, der Punkt Nachrichtenkalender hat eine gewisse Wichtigkeit, damit wir uns natürlich auch vorbereiten, denn wenn wir jetzt schon langfristigere Trades, das betrifft dann eher vielleicht auch mich mit meiner Handelsstrategie, wenn wir also langfristige Trades halten, die vielleicht nicht nur wenige Stunden, sondern ein paar Tage oder vielleicht auch Wochen auf dem Konto verbleiben, dann sollten wir natürlich im Kopf haben, dass ebenso gewisse Informationen, wie beispielsweise ja gestern die Leitzinsentscheidung seitens der Federal Reserve eine Wichtigkeit hat. Heißt also, wenn wir im US-Dollar investiert sind, wenn wir also den US-Dollar wie am gestrigen Tage ja verkauft haben und durch die Zinssatzentscheidung am gestrigen Tag dann beispielsweise der US-Dollar stark hätte zulegen können, wäre das schlecht für unseren Trade gewesen. Heißt also logischerweise, wir müssen uns vorher vor unseren Handelspositionen die Nachrichten durchaus immer wieder anschauen und überlegen, in welche Richtung wir handeln oder uns einen Trade vielleicht auch, und das eher mit Wichtigkeit jedenfalls so, wie ich verfahre, dass man einen Trade vielleicht vor einer Nachricht, vor einem Nachrichtenereignis dann erst einmal weiterhin absichert, um dann einen gewissen Gewinn oder vielleicht auch Verluste in dem Fall reduzieren zu können.
Die wichtigsten Nachrichten haben wir eigentlich gerade schon angesprochen. Das sind ganz klar, wie gesagt, als erstes einmal die Leitzinsentscheidungen von den großen Notenbanken. Daraufhin würde ich dann sagen, kommen mit Sicherheit eher Bruttoinlandsproduktinformationen, also direkte Einblicke in direkte wirtschaftliche Bewegungen, was natürlich in der aktuellen Situation vielleicht auch, und das genau eben hier zusammengefasst, warum, was derzeit die wichtigsten Nachrichten sind, definitiv inflationäre Bewegungen, also Verbraucherpreisindex vielleicht dann in dem Zusammenhang, dort die Kernrate kam ebenso gerade in den letzten Tagen hier heraus. Verbraucherpreisindexe hat natürlich eine gewisse Wichtigkeit, weil wir natürlich dann hier in Australien vielleicht dann Quartal die Gesamt aufs Gesamtjahr bezogene Zahl auf dem zweiten oder basierend aus dem zweiten Quartal hier mit einer Wichtigkeit, ganz klar, weil wir natürlich dann auch, wenn wir eine Teuerungsrate sehen, inflationäre Bewegungen verstärkt damit zusammenlegen mit einer Attraktivität einer Währung. Heißt also auch hier, wenn sich in gewissem Warenrahmen eine Teuerungsrate, inflationäre Bewegung zeigt, dann führt das unweigerlich dazu, dass die Nachfrage ebenso in eine Währung weiterhin eher zulegen kann und daher also auch hier eine gewisse positive Nachfrage daraus sich ergeben dürfte. Heißt also, das ist ein wichtiger Faktor, den wir uns gerade anschauen. Und derzeit weiterhin wichtige Nachrichten vielleicht auch im aktuellen Marktumfeld und vielleicht natürlich auch gerade durch die aktuell anstehenden Covid-19-Infektionen hier auf breiter Ebene, sind dann Informationen auch aus Amerika gerade, und zwar hier die Erstanträge der Arbeitslosenunterstützung. Also wie viele Leute laufen dort aufs Arbeitsamt, um dort zumindest seine staatliche Unterstützung zu erlangen. Das ist auch ein wichtiger Punkt. Während der Finanzkrise 2008, die ausgelöst wurde durch die Häuserkredite, waren es natürlich dann eher die Verkäufe bestehender Häuser und Verkäufe auch neuer Häuser, die natürlich dann Kennzahlen gewesen sind. Und das sind halt dann Kennzahlen, die vielleicht ein bisschen weniger Wichtigkeit anzeigen, zum einen, zum anderen aber in gewissen Zeit oder in gewissen bei gewissen Ebenen dann mit einer größeren Wichtigkeit natürlich dabei sind oder sich dabei mit verhalten. Denn die Punkte, die natürlich in dem Fall hier mit Wichtigkeit dabei sind, in einer aktuellen Situation, Krise wie derzeit der Fall, dann uns natürlich Einblicke geben, warum vielleicht etwas sich verbessert oder warum eben vielleicht eine gewisse Situation sich gerade wie derzeit hier nicht unbedingt verbessert und worauf wir dann achten müssen. Wenn nämlich die Wirtschaftslage natürlich positiv sich bewegt, dann dürften wir ebenso sehen, dass natürlich ganz klar weniger Erstanträge dort zu verzeichnen sein dürften. Denn natürlich Unternehmen dürften dann wiederum neue Mitarbeiter einstellen, heißt weniger Leute natürlich, die dann von staatlicher Unterstützung leben, heißen in dem Fall hier natürlich dann ganz klar, dass die Zahl sich ebenso weiterhin reduziert. Also das vielleicht erstmal so als grobe Idee hier mit den Nachrichten und wie vor allen Dingen wir uns hier diesen Nachrichtenhandel zurechtlegen können. Vielleicht wichtig jetzt dann zum nächsten Punkt überzugehen, vielleicht mit dem wichtigsten Punkt heute, und zwar dem Nachrichtenkalender, wie wir eigentlich Nachrichtenergebnisse handeln und vielleicht parallel auch dann uns auf solche eben entsprechende vorbereiten. Ganz klar Vorbereitung, und das genau ja auch, was wir am gestrigen Tage gemacht hatten. Nicht oft der Fall, dass ich direkt vor einem Handelsgeschäft direkt in Trades investiert oder in die Märkte investiert bin. Gerne ja, dass ich abwarte, bis die Nachricht erstmal herauskommt und auch vielleicht da noch einmal der Blick hier auf die andere Seite vom gestrigen Handelstag. Vielleicht noch mal kurz mit dem Blick hier auf die kanadische Notenbank. Wir haben ja unsere Short-Position im US-Dollar gegen den kanadischen Dollar hier auf dem Büchlein gehabt oder respektive haben die Trading möglich oder den Trade immer noch offen. Heißt aber Zinssatzentscheidung zum einen, keine Änderung erwartet, was den Zinssatz anbelangt, aber Änderungen dort, und zwar in dem Fall hier eher schwächere Worte von Jerome Powell, dem Notenbanker seitens der Federal Reserve, der also den US-Dollar ein Stückchen weit klein geredet hatte. Zunächst hatte er den Dollar etwas zugelegt, aber der Reihe nach jetzt der Punkt eben, genau warum wir das so getan haben. Zum einen habe ich hier gesehen, dass der Markt insgesamt im Öl sich weiter nach oben bewegt, also positive Tendenz im Ölmarkt, spricht für mich dafür, fundamental gesehen, dass der kanadische Dollar eher zulegen dürfte. Das Ganze war dann am gestrigen Tage ebenso auch später jedenfalls passiert. Wir haben zunächst gesehen, dass der Dollar eine leichte Stärke hat zeigen können, aber zunächst zur Handelsidee zurückkommend,
Der Trade im Chart sah eigentlich für mich ziemlich gut aus. Das heißt, Möglichkeiten hier mit fallenden Trading-Ideen hier weiter einhergegangen waren vorab, um hier auf der Short-Seite dabei zu sein. Das heißt einfach, meine Marktmeinung war einfach in dem Fall einmal stärker, sodass ich gesagt habe, hey, das Ganze mit geprägter Langfristigkeit hier im Markt, mit diesen charttechnischen Handelsideen, mit dieser Pinnbar-Kerze, mit den Widerstandsebenen, mit ganz klar gleitenden Durchschnitten, die durchbrochen wurden, haben uns in den letzten Tagen ja des Öfteren auch in der Frühstücksbörse angeschaut, war ich einfach der Meinung, dass hier eigentlich kaum ein großartiger Weg daran vorbeiführen dürfte, mit einem entsprechend, wie gesagt, hier mit einem entsprechend schwächer werdenden US-Dollar. Und das, wie gesagt, war dann am Ende auch schlussendlich hier passiert. Punkt trotzdem, Punkt B trotzdem. Vorher eingestiegen bin ich deswegen, weil, wie gesagt, die charttechnische Langfristigkeit hier mir sehr gut gefällt und auch weiterhin gefallen hat. Also in dem Fall hier ganz klar eine gewisse Marktmeinung zu einem schwächeren US-Dollar plus. Und da waren wir gestern nochmal in Dollar gegenüber dem Schweizer Franken auch investiert. Auch dort eben weiter schwaches Preismomentum passte für mich hier ziemlich gut ins Bild. Und das heißt also, eine starke Marktmeinung, die ich hier zunächst vor den Nachrichten bereits gehalten habe. Aber klar, ebenso auch keine überhöhte Positionsgröße. Das heißt, wir haben jetzt hier 4 Kontrakte Dollar Schweiz, 4 Kontrakte in Dollar Cut auf der Seite haben handeln wollen. Das Ganze also hier mit begrenztem Risiko natürlich, um nicht hier allzu viel starke Risiken im Markt einzugehen. Zum einen plus die Trades in dem Fall hier mit Stop-Loss auch versehen, und zwar mit Stop-Loss auf der zwar weiter entfernten anderen Seite. Mal kurz Wochenchart an im US-Dollar gegenüber dem Kanadier. Also Stop-Loss auf der anderen Seite auf oberem Niveau wäre natürlich dann blöd gewesen, wenn wir ausgestoppt werden auf dieser Ebene dort oben. Aber der Markt hatte, wie gesagt, hier ein Stück weit unsere richtige Idee weiterhin unterstützen können. Und in dem Fall also hier alles gut. Heißt aber übersetzt, wie gesagt, hier gerade normalerweise suche ich mir Währungen aus, die gegeneinander gespielt werden können, um beispielsweise auch beide Seiten abzufrühstücken. Im Markt heißt also für den Fall, dass wir einen stärkeren Dollar hätten sehen können, würde ich mal eine schwache Gegenwährung aussuchen. Also vielleicht eine Währung, die hier einen stärkeren Dollar hätte befürworten können. Das heißt hier ganz klar, da wäre beispielsweise gestern hier eine Möglichkeit gewesen, zum Beispiel im Euro. Der Euro aktuell ein Stückchen weit hier jetzt positiv, definitiv hier der Fall. Also leicht fallender Trend hier, definitiv aktuell der Euro eher auf Aufwärtsbewegungsebene unterwegs. Das Pfund aber im Vergleich, technisch gesehen, für mich stärker positiv zu sehen. Also das Pfund hat bereits hier ausgehend von diesem fallenden Preisbereich hier in den letzten, ich sag mal so, 2 Handelswochen hier mehr Aufwärtspotenzial angezeigt. Das heißt, ich würde eher das Pfund, Entschuldigung, ich würde hier eher den Euro verkaufen gegenüber dem US-Dollar, als das Pfund zu verkaufen. So rum gesehen geht er in die Richtung eines stärkeren Dollars. Denn wenn natürlich hier der US-Dollar stärker wird, dann dürfte trotzdem ein verhältnismäßig stärkeres Pfund hier vielleicht dem gegenüberstehen im Vergleich zu einem eher etwas schwächeren Euro. Heißt also hier, eine Handelsmöglichkeit wäre gewesen, hier im gestrigen Handelstage dann den Euro unter einer markanten Ebene zu verkaufen. Für den Fall, einen schwachen US-Dollar zu handeln, haben wir ja hier den kanadischen Dollar gehandelt. Hätte man dann mal parallel umgekehrt auch sagen können, okay, hätten wir dann Ausbruch hier aus einer Trendlinie dann das Pfund eher kaufen können, um vielleicht dann hier die Erwartungshaltung zu bestätigen, dass wir ebenso einen stärkeren Pfundpreis nehmen, der ebenso positiver sich bewegt gegenüber einem schwachen, in dem Fall US-Dollar. Also das heißt hier gerne, was ich tue in den letzten, ich sag mal so, 2 Jahren in etwa, dass ich mir vor und um die Nachrichtenereignisse gewisse Währungspaare heraussuche und dann entsprechend direkt bei markanten Chartmarken Einstiegsmöglichkeiten suche. So passiert ebenso im Dollar gegenüber dem kanadischen Dollar hier. Heißt, da haben wir hier einen Einstiegspunkt genau dort, wo wir reingelaufen eben sind, gefunden, mit der Möglichkeit zu sagen, okay, markante Widerstandszone hier, Markt war gestiegen, abgefallen, markante Unterstützungszone hier, Unterstützung, Unterstützung und so weiter. Der Markt daraufhin stärker weiterhin abgefallen. Also auch das spricht für mich dafür, dass wir eine gewisse Zone uns, wie gesagt, zurechtlegen. Im gestrigen Handelstage, muss ich bestätigen, hatte ich natürlich noch nicht mal einen Ansatz zu einem starken Dollar. Auch das kommt manchmal vor,
Und dass ich natürlich, oder sehr oft kommt es vor, dass ich uneins bin, in welche Handelsrichtung sich der Markt bewegen kann. Heißt also übersetzte, dass ich dann mich vorbereite, in beide Handelsrichtungen eine mögliche Trading-Option hier nutzen zu wollen. Gestern war es allerdings so gewesen, dass ich wirklich hier keine starke US-Dollar-Bewegung erwartet hatte und ergo daher mich auch nur so einseitig positioniert hatte mit eben hier einer weiteren Schwäche des US-Dollar und weiterer Stärke des eben kanadischen Dollars. Gucken wir uns parallel dazu noch einmal die Unterstützungszone an, die wir ebenso gestern gehandelt haben. Und zwar, da sind wir noch im Trade drin, Stopp Loss schon weit in die Gewinnzone nachgezogen und jetzt einfach laufen lassen, die ganze Variante hier. Dollar, Schweizer Franken, Unterstützungszone hier auf der Ebene, heißt also Unterstützungszone hier, Markt seitwärts, Unterstützungszone hier. Und dann wurde diese, wie gesagt, nach unten durchbrochen. Die Variante hier mit dem weiter fallenden Preisbereich spricht ganz klar dafür, dass der Markt dann diese Zone hatte vielleicht mitnehmen können. Zunächst war es allerdings so gewesen, dass wir dann in unseren Trade ja hereingelaufen waren. Das heißt, wir hatten unsere Trading-Position bereits geöffnet, bevor, oder der Trade wurde ausgelöst, bevor die Nachrichten eingetreten waren. Danach gab es erstmal einen Rücksetzer und ich sagte im Verlauf des Webinars dann ebenso, dass ich weiter eigentlich der Auffassung war oder bin auch ebenso hier, dass eher ein etwas schwächerer US-Dollar hier die Variante sein dürfte. Genauso war es in dem Fall dann hier auch passiert. Heißt, der Markt einmal nach oben gezuckt, während der oder vor der Pressekonferenz bereits hatten wir uns ja aus dem Webinar hier verabschiedet und dann im Laufe der Pressekonferenz hier weiter Verluste hier im Dollar gegenüber dem Schweizer Franken. Das passte hier ziemlich gut, heißt in dem Fall vollständig richtig gemacht und jetzt nun natürlich wiederum hier zurück zu unseren Punkten, wie wir die Nachrichtenereignisse handeln und uns darauf vorbereiten, indem wir eine gewisse Meinung zum Markt haben. Wenn wir keine Marktmeinung haben, sollten wir zum einen vielleicht auch ein Ereignis nicht unbedingt handeln oder mit Vorsicht handeln. Auch das kommt ja manches Mal vor, dass ich dann sage, ich bleibe erst einmal bei den Nachrichten direkt mit einer Handelsposition aus dem Markt draußen, wenn dann eine Nachricht eintritt. Und das wäre gestern beispielsweise ebenso möglich gewesen. Zunächst der Rücksetzer nach oben auf der oberen Seite, um dann zu sagen, okay, jetzt ist der Markt schon relativ starke für eine erwartetes Ereignis gelaufen, heißt danach dann direkt auf das Nachrichtenereignis zu reagieren und dann den Markt zu verkaufen, wäre auch eine Variante, die wir hätten machen können. Also die Variante hätte natürlich dann ebenso gut funktionieren können. Und in dem Zusammenhang allerdings haben wir uns hier mal dafür entschieden, vorab bereits zu investieren. Das allerdings eher die Variante B und eher ein Stückchen weit die sichere Variante. Wie gesagt, nicht vor den Nachrichten dort mit einer Position im Markt hereinzugehen, sondern abzuwarten, bis die Nachrichten eintreten, dann entsprechend auf das Nachrichtenereignis zu reagieren, um dann eine gewisse Handelsrichtung hier im Markt kaufen oder verkaufen zu wollen, so entsprechend, wie das Ganze sich hier präsentiert. Also das sind jetzt so die Herangehensweisen, die wir nutzen können, um die Nachrichten zu handeln. Hat damit zu tun, zum einen vielleicht mit ein bisschen Erfahrung, zum anderen bieten wir natürlich auch gerade deswegen hier die Webinare gerne an, weil sie starker Beliebtheit hier natürlich zu starker Beliebtheit führen. Auf der einen Seite, zum anderen natürlich, weil wir die Märkte natürlich auf der anderen Seite auch schon seit einigen Jahren analysieren, auch dort nicht immer richtig sind und nicht immer richtig liegen. Aber ganz klar natürlich hier die Langfristigkeit, die Idee sein soll, also mit vielen Handelstrades, mit vielen Trading-Möglichkeiten zu schauen, dass wir immer ein bisschen Gewinne aus den Märkten herausziehen und gerade natürlich auch bei Nachrichtenereignissen eher vielleicht mit ein Stück weit kleineren Positionsgrößen agieren, um dann uns hier langfristig positionieren können. Also, dann kommen wir eigentlich schon langsam zum Ende hier von unserem heutigen Webinar. Ob es weitere Fragen gibt, weiß ich nicht. Aktuell, ja, horchen Sie weiterhin mir. Wie gesagt, die Punkte einfach, die heute für uns wichtig sind in der Handelssession hier, dass wir uns einmal auf den Nachrichtenhandel konzentrieren und zum einen dann das Ganze ja eigentlich eher in zwei Blöcke geteilt. Erst einmal grundlegend, wie sich die Nachrichtenmärkte oder wie die Nachrichten hier Markteinflüsse generieren und welche Nachrichten natürlich erst einmal größere Wichtigkeit hier haben. Zum anderen dann die Punkte, dass wir uns überlegt haben gerade, welche Nachrichtenereignisse sind eigentlich mit größerer Wichtigkeit hier im Markt dabei. Und welche Nachrichtenereignisse sollten wir und können wir nutzen, um, wie gesagt, hier so Live-Trades zu machen? Und da habe ich gerade schon angezeigt, dass es natürlich hier die wichtigen, gerade die Leitzinsentscheidungen eigentlich sind, im grundlegenden Sinne.
plus dann die Non-Farm Payrolls. Wie gesagt, kommende Woche Freitag handeln wir diese wieder live hier. Da einfach eher ist damit zu rechnen, dass die Marktvolatilität hier zulegt. Generell haben wir ebenso gesagt, und das ist natürlich der wichtige Punkt, was sind derzeit wichtige Nachrichten? Das ändert sich so ein bisschen bei der politischen Großwetterlage. Vergessen habe ich natürlich ebenso auch noch Wahlen, gerade in den Vereinigten Staaten. Damals erinnere ich die Trump-Wahl. Ich war bei der ersten Wahl der Meinung, dass Donald Trump es packen wird und habe entsprechend mich auch so positioniert. Der US-Dollar hatte sich dann kurzzeitig am Anfang eher schwächer positioniert. Das heißt, wir haben mit einem schwachen US-Dollar zunächst gerechnet und dieser schwache US-Dollar hat uns dann wirklich ziemlich geholfen im Handel. Das Ganze ging damals allerdings so, dass der US-Dollar Schwäche zeigte bis zum asiatischen und beginnenden europäischen Handel und danach weiterhin Stärke hat zeigen können. Also auch da haben wir genau die richtigen Handelsmöglichkeiten gefunden, schon ein paar Jahre her. Aber ich erinnere mich noch sehr gut daran, weil die meisten Marktteilnehmer ja eher auf der Warte waren, dass Donald Trump, das Ergebnis zu Anfang war ja eher 50-50 respektive ein Stückchen weit zugunsten Hillary Clinton. Heißt also, die Erwartungshaltung, dass Trump dort den Markt gewinnt, eher leicht unterrepräsentiert und entsprechend also die Möglichkeit natürlich dann ein Stück weit überproportional mit einem schwächeren Dollar sich positionieren, war also genau das, was ziemlich gut in dem Fall hier hatte funktionieren können für unseren Handel, gewinnbringende Möglichkeit. So, Ulrike, vielen Dank für die interessanten Infos und noch einen schönen Abend für dich. Genau, bei mir steht heute noch was ganz Witziges an, und zwar bin ich ja nach wie vor hier ein wenig auf der Kfz-Fahrzeugsuche und habe heute eine verrückte Garage, und zwar eine Mercedes-AMG-Garage außerhalb Bangkoks, die ich mir vornehme. Werde da auch mit Sicherheit das ein oder andere Bildchen, vielleicht auch ein kleines Video machen können. Ein paar Verrückte, die dort eine Garage hier betreiben. Mercedes ja in Thailand hier ziemlich weit verbreitet. Und in dem Fall mal schauen, was dort passiert. Nicht, dass ich unbedingt vorhabe, mir so ein Auto hier vor die Tür stellen zu wollen, aber zumindest einmal die verrückten Thais hier zu treffen, die, wie gesagt, in Eigenregie diese Garage betreiben, ebenso Bauteile importieren aus Deutschland und einfach Fans von tollen Fahrzeugen sind. Von daher, das steht hier in den nächsten Stunden für mich an. Die Trades aktuell laufen gut nach vorne, heißt, ich kann mir mal hier einen Nachmittag, aktuell 16 Uhr, 16.15 hier nehmen und entsprechend schauen, was weiterhin hier passiert. Also, in diesem Sinne, hören wir uns später. Danke fürs Zuhören und viel Erfolg weiterhin. Alles Gute. Ciao, ciao.